Bevor das Video beginnt, möchte ich euch noch ganz kurz erzählen, warum die letzten Tage keine Videos gekommen sind. Ja, man hört es jetzt nicht mehr raus, denn ich war krank. Ich war seit vorletzten Freitag ziemlich angeschlagen und bin nicht mehr so schnell auf die Beine gekommen, habe keine Videos mehr aufgenommen. Ich habe ganz viele Videos zwar noch vorproduziert, die ich hätte schneiden können, aber nicht mal dazu habe ich mich aufraffen können. Letzte Woche Donnerstag kam dann mal ein Video, ja, den Football Manager, den wir auch vorproduziert hatten. Die letzte Folge übrigens, deswegen wird morgen auch kein Football Manager kommen, weil wir erst wieder nächste Woche Football Manager aufnehmen und wir keine weitere Folge mehr vorproduziert hatten. Aber auf jeden Fall habe ich mich da dann wenigstens mal zu der Football Manager Folge, die dann sowieso schon auf Donnerstag verschoben wurde, dann habe ich wenigstens die geschnitten. Trotzdem bin ich immer noch krank gewesen und habe dann auch übers Wochenende nichts mehr gemacht. Jetzt kümmere ich mich ein bisschen um Schule. Heißt, ich hoffe, dass in dieser Woche noch ein paar Videos kommen werden. Vielleicht irgendwie Mittwoch, Freitag und Sonntag, dass so 4 Videos pro Woche, also in dieser Woche noch kommen. Eben die Videos, die ich halt schon vorproduziert habe und die ich jetzt dann nur noch schneiden muss. Und ab nächster Woche habe ich dann auch wieder ganz viele Aufnahmetermine geplant. Mit Jan, mit Micha und weiteren coolen Sachen und super Zeug. Es wird mega witzig und mega cool. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem super coolen Video. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der WWE 2K19 Karriere. Ja, herzlich willkommen hier wieder zurück aus den Katakomben der Smackdown Arenen oder was auch immer. Es ist jetzt knapp vor 23 Uhr, also ich habe meine Pause erfolgreich umgebracht, denn in der letzten Folge, rechts oben beim i verlinkt, da irgendwo, da habe ich euch ein bisschen was erzählt. Also ich habe jetzt 3 Folgen hintereinander aufgenommen, das hier ist die 4. Folge. Guckt einfach alle Folgen an, die Playlist ist auch einfach mal rechts oben beim i verlinkt, denn da habt ihr auf jeden Fall nichts mehr verpasst. In der letzten Folge haben wir ein erstes Tag-Team-Match gehabt, das war auf jeden Fall mega cool. Auf jeden Fall habe ich zum Ende der Folge dann gesagt, dass ich jetzt mal 10 Minuten Pause mache, weil ich habe, wie gesagt, ein paar Folgen hintereinander, nehme ich ja jetzt gerade auf. Die 10 Minuten Pause sind rum und jetzt geht's weiter für mich. Also für mich ist das hier unverbindlich, deswegen weiß ich auch nicht, was ich hier viel sagen soll. Wir durften auf jeden Fall entscheiden oder dürfen jetzt entscheiden, wer der Hauptherausforderer ist. Und der soll Bobby Rhodes sein, den Kevin Owens. Ach, der hat mich in der letzten Folge ein bisschen angepisst, deswegen. Was nach seinem Unfall letzte Woche hat er noch immer nicht seinen Rückkampf bekommen. Ja, eben. Okay, dann geht es nachher um den Titel, US-Titel zwischen dir und Bobby Rhodes. Viel Glück. Also der Typ war mir ja schon sympathisch und der war auch mein Tag-Team-Partner in der letzten Folge. Und er wollte seinen Rückkampf und den hat er ewig nicht bekommen, auch wegen Kevin Owens und Sami Zayn. Und deswegen will ich definitiv nicht gegen die beiden antreten. Vor allem nicht gegen Sami Zayn, das stand ja auch nicht zur Debatte gerade eben, weil da mein Charakter eben schon selber gesagt hat, ganz ehrlich, nee. Hier unten steht übrigens, denk dann immer deine Text- und Sprachnachrichten zu checken, sonst verpasst du womöglich wichtige Informationen. Bestimmt habe ich schon ein paar verpasst, weil ich die Sachen nie lese. Das ist natürlich kritisch, aber warum macht die jetzt so eine Ansage? Das hat sie letztes Mal nicht gemacht. Bei diesen, ich habe ja dann irgendwie aufgerufen dazu, dass jeder gegen mich kämpfen kann. Da hat sie diese Ansage nicht gemacht. Heißt es, bei der Ansage verlieren wir unseren Titel? Das wäre natürlich sehr unpraktisch. Das kam nicht bei den anderen Matches. Da war ich immer direkt im Ring, direkt. Bam, hier liest sie alles vor und macht und Zeug. Bring Bobby Rhodes im Ring in den roten Bereich. Okay, also es passiert wieder irgendwas. Wir sollen nicht einfach nur gewinnen. Und Spear. Ich weiß natürlich nicht, was ihr in den letzten 3 Folgen, beziehungsweise das ist jetzt die 4. Und ich nehme bestimmt noch was. Lol. Ich nehme noch bestimmt, Alter, noch was auf danach.
Also ich habe keine Ahnung, was ihr mir in die Kommentare geschrieben habt. Ob ihr einfach nur das Projekt feiert oder ob ihr mir da Tipps gebt oder irgendwie was reinschreibt, was wichtig für mich wäre. Ich kann es leider nicht lesen, Leute, weil ich, wie gesagt, hier hintereinander aufnehmen wollte und auch tue. Bobby Roode. ich wollte halt die Karriere einfach vorantreiben. Das war so mein Gedanke, die Karriere voranzutreiben. Ich hatte oder habe jetzt an diesem heutigen Abend, wo ich von meinem Vater eben gekommen bin, richtig, richtig Bock auf ein bisschen WWE, auf die Karriere, WWE-Karriere, habe ich richtig Bock bekommen. Und ja, als ich jetzt, wie gesagt, daheim war, dachte ich, okay, ich treibe die Karriere voran, ich nehme den ganzen Abend hier schön WWE auf, noch im Jahr 2018, einen Tag vor Silvester. Das habe ich, wie gesagt, vor 3 Folgen schon mal gesagt, aber ich möchte es nochmal wiederholen für neue Zuschauer, die mich natürlich auch gerne abonnieren können. Zack, ach geil. Komm rein. Ich muss sie in den roten Bereich bringen und das im Ring. Bats. Bats, Junge. Uns fehlt noch ein bisschen die Kraft. Also, an sich sind wir richtig breit. Haben einen richtig krassen Körper. Ich muss jetzt mal ausprobieren. Schaffe ich es jetzt? Ja, ne? Jetzt schaffe ich es. Ne, ich schaffe es nicht. Ist das traurig. Kann ich hochklettern jetzt? Weiß ich nicht. Okay. Nice. Ich habe nämlich die Stilpunkte. Wir hatten in der letzten Folge Kapitel 5 dann abgeschlossen. Durch diese ganze Geschichte. Hatten wir Kapitel 5 dann abgeschlossen. Und da habe ich diese Stilpunkte, die ich noch hatte, vergeben. Und da war irgendwas dabei mit Sprungkraft. Und ja, deswegen habe ich gedacht, okay, oder Sprungreichweite oder so, irgendwie sowas. Und da dachte ich, okay, maybe. Komm, komm, komm. Roter Bereich. Wir sind kurz davor. Auf jeden Fall dachte ich, vielleicht klappt es ja jetzt. So. Spybuster. Und jetzt zack. Ach, diese zwei Arschlöcher. Wetten, Kevin Owens pinnt mich und ich hab den Titel verloren. For as talented as Owens and Zayn are, they're every bit a disgrace. Well, hopefully we get some kind of resolution to this next week, because it definitely didn't happen tonight. Ganz ehrlich, Corey, I think you're just trying to drum up content. Das ist einfach nur hässlich. Nichts anderes, einfach hässlich. Was wollen die eigentlich? Das ist so lächerlich. Mann. God damn son. Die nächste Woche. Oh, schick im Anzug hier. Aber breit sind wir immer noch. My time as United States Champion hasn't quite gone as I planned, to say the least. I wanted to defend the title and give you hard-fought, competitive, and fair matches every week, but that's been impossible lately, thanks to Kevin Owens, Sami Zayn, and Bobby Roode. That's why I'm out here to say... Eigentlich ja nicht wegen Bobby Roode. Kevin Owens, Bobby Roode müssen sich gegenübertreten, um zu entscheiden, wer ob der Vorder ist. Das wäre doch interessant, ich mach das einfach mal. Das wäre Shots feiert vom Feinsten. I'm tired of the constant interference and everyone thinking they deserve a US title shot. So I'm proposing
that Kevin Owens and Bobby Roode settle it in the ring to see who the real number one contender is. Oh, and one more thing. I'll be at ringside to make sure Sami Zayn doesn't affect the outcome of this match in any way, shape, or form. Komm, Daniel Bryan, bitte lass das einfach mal durchgehen. Thank you for saying what needed to be said. In recent weeks, through no fault of your own, the United States title has been dragged through the mud by your opponent. So I'm backing your decision and making it official. Ja. Triple H on SmackDown? What's he doing here? Was macht dieser Sack? I don't know. I just have a feeling he didn't stop by just to say hi. I know you're still relatively new to WWE Buzz, so let me fill you in on something. You may have gotten lucky by winning the US title, but that doesn't mean you get to call the shots around here. I call the shots. Hunter, can we talk about that for a second? Because last time I checked, your brother-in-law Shane and I are in charge of SmackDown, not you. So actually, we call the shots. Junge, jetzt geht's ab. This is getting good. Shut up and listen to what I'm about to say, because it is a lesson that you and everyone else needs to learn. I have influence far greater than anything you could imagine. Whatever I say goes. No questions asked. I say build it, and it's how fast do you need it. I say make the match, and the only questions are when and where. I say fire someone, and WWE wishes them luck in their future endeavors. All anyone else has is the illusion of power. You call the shots because I let you call the shots. Now, if you have a problem with any of that, I can make one call, and you'll be struggling to put food on your family's table. You need us. We don't need you. Are we clear? Yeah, we're clear. Good. Now, where was I? Oh yeah, the US title picture. Die Fans buhen schon. I have a better idea for how to settle all of this. At Money in the Bank, you won't even need to be pinned to lose your US title. Because it's going to be a fatal four-way match of you versus Kevin Owens, Sami Zayn, and Bobby Roode. Breaking news. I told you. Get Money in the Bank. I'd never forget what you did. We're going to have a new champion. Ach, das ist doch lame, Alter. Ohne Spaß. Ich hoffe, dass es irgendwann Rache an Triple H gibt. Das heißt das, Alter, er wird nie vergessen, was ich gemacht habe. Aber was hat er denn gemacht? Er ist doch nicht der Heilige, Alter. Was ein Spaß. Der hat so viel Scheiße jetzt gemacht. Bloß weil ich, nachdem er Scheiße gemacht hat, da habe ich Scheiße gemacht, um es ihm zu rächen, sozusagen. Also, er hat mich ja aus der WWE rausgeschmissen. Er hat unser BCW-Stream unterbrochen, bla bla bla. Und deswegen sind wir in die NXT rein und haben seinen Laden da ein paar Mal gestürmt. Zweimal, um genau zu sein. Und deswegen meint er jetzt, er muss hier auf böse machen. Auf den bösen Mann, und er entscheidet alles und was weiß ich. Das ist lame. Das wäre doch so cool gewesen. Kevin Owens gegen Bobby Roode. Und das mit mir als Shiri. Als ging ich da. Das wäre mal so eine coole Abwechslung. Sowas Witziges einfach. So eine Scheiße. Ja, nice. Das ist richtig geil, dass wir gewinnen müssen. Weil das heißt, zwar natürlich, es wird sau schwierig, aber wir behalten unseren Titel, heißt das. Wir können uns gegen 4 durchsetzen. Und das ist natürlich absolut geil. Und weil ich wahrscheinlich davon ausgehe, dass ich es nicht First Try schaffe,
werde ich jetzt aufs Match eingehen. Weil sonst muss ich das nachher alles nochmal neu labern. Der Gegner wird schon gepinnt. Komm, Kevin Owens. Don't fuck with me. I'm the champion. Klar, ich weiß schon, was Triple H meint. Ich kann nicht alles entscheiden. Aber er übertreibt es, finde ich, ein bisschen. Also das wäre ein cooles Match gewesen. Das hätte ihm nicht geschadet. Und Daniel Bryan und Kurt Angle, die haben ja auch ein bisschen Sagen. Also, dass er jetzt so der mächtigste Mann ist, wie gesagt, also er muss hier nicht unbedingt auf den mächtigen Mann spielen, der vielleicht gar nicht ist. Und ich würde mich freuen, wenn ich mal gegen ihn antreten darf. Und ihn so richtig schön, ja, die Meinung im Ring sage, sagen wir es mal so. Weil mit Worten ist ja bei ihm nicht so viel zu machen. So, wir müssen uns auch mal ein bisschen um Sami Zayn kümmern, denn der hat noch hier mit mir zusammen den größten Lebensbalken oder was auch immer. Und ich will ja hier oder soll ja hier meinen Titel verteidigen. Und das habe ich übrigens vor 3 Folgen gemeint, also das ist voll dumm. Ich habe es vor 3 Folgen so gesagt oder sagen wollen. Hab's aber erst jetzt nach 3 Folgen gesagt, weil ich, wie gesagt, ich habe halt nicht mehr aufgenommen. Aber die Kamera wird wahrscheinlich rechts oben sein. Da es nicht Greenscreen ist, sieht es rechts oben ganz okay aus. Greenscreen sähe rechts oben richtig dumm aus, wenn da einfach nur so ein Typ rechts oben ist. Und deswegen, wenn es jetzt kein Greenscreen ist, dann sieht das bestimmt ganz cool aus. Wir probieren einfach mal den Pin und die kommen rein. Ja, der kommt rein. Oh, fuck. Nein. Aua. Und wenn die jetzt rechts oben ist, dann verdeckt die keinen Lebensbalken mehr. Egal welcher es ist. Okay, er hat uns scheinbar einen Finisher gedrückt. Krasser Typ. Wir sind jetzt richtig geschwächt auf einmal. Müssen jetzt wieder auf Kevin Owens gehen, der mit mir zusammen jetzt den meisten Ding hat, Lebensbalken. Hä? Was war das für ein Bug? Ja, natürlich. Zack. Champ kicks out. Ja, natürlich. Roll ich nicht ganz raus. Oh, er rollt sich ganz raus. Mann. Okay, wir wurden natürlich hart gedamaged durch den Finisher und Kevin Owens und das war natürlich jetzt ein bisschen doof. Aber das macht nichts. Wir haben noch einen Finisher. Ja, und er macht ihn nicht. Das war scheiße. Ich wollte einen Finisher jetzt machen. Er hat mir, glaube ich, irgendwie was gedrückt jetzt. Ein Finisher oder so. Nee, war, glaube ich, kein Finisher. Das wäre ein bisschen zu leicht für einen Finisher. Hey, wieso kann ich denn hier einen Finisher machen? Also langsam darf ich es nicht mehr. Also gerade kriegen wir ordentlich auf Gäste und es buggt auch ein bisschen das Spiel. Nice, er hat meinen Finisher gekontert. Und hat jetzt einen Signature, den ich gekontert habe. Und dann der Spybuster. Ja, genau. What the fuck? Komm, Kevin Owens. Finisher. Ja, what the fuck? Was denn mit dir? Okay, Bobby Roode, du bist reif. Bam. Ja, Sami Zayn steht hier, das bringt nichts. Ja, na klar.
Bartz. Er pinnt mich. Lol. Not yet. Komm jetzt. Das wird's. Eins. Zwei. Na, oh, fuck. Das hätte es werden können. Weil da war gerade keiner. Weder Sami Zayn. Ah, Sami Zayn habe ich ja gepinnt. Aber weder Bobby Roode. Noch Kevin Owens. Das ist so krank. Warum machen wir hier so einen scheiß 4-Fatal-Kack? Komm. Komm. Fuck. Komm, 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 komm. Nein. Er braucht so lange, um die Ausdauer aufzuladen. Ja, okay, jetzt ist schon wieder. Gerade waren fast alle draußen. Aber jetzt ist natürlich schon wieder nicht so smart. Ja, okay, Kevin Owens rollt sich schon mal raus. Jetzt Bobby Roode raushauen. Ah, geht nicht. Ja, Sami Zayn boxt mich von hinten. Jetzt gehe ich raus. Ach so, scheiße. Nein, 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 nein. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Die sind beide draußen. Ich drücke den Finisher. Komm, 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 komm. Kevin Owens steht auf. Scheißegal. Eins. Zwei. Drei. Yes. Wir haben es geschafft, Mann. Boah. Wir haben es fucking geschafft. Was ein spannendes Match. Okay, das war schon spannend, Leute. Für mich zumindest. Ja, was sagst du jetzt? Ja, komm her. Ich nehme auch dich als Herausforderer an. Liebend gerne. Der geht mir nämlich langsam auf den Sack, der Typ. Der ist ein bisschen verrückt. So, mal gucken, was jetzt noch kommt, aber wir sind mit der Folge auch wieder so gut wie durch. Ich will die ja immer so um die 20 Minuten machen. Extra einen Timer für heute Abend hingelegt, dass ich so richtig produktiv bin. Funktioniert ja bisher eigentlich. Komm, was passiert nächste Woche? Kommt noch irgendwas Krasses? Noch ein bisschen geht für die Folge, nur ein ganz kleines bisschen. Hey, that Money in the Bank Ladder Match was awesome. Congrats on walking out with the briefcase. Thanks. To be honest, it's going to be kind of annoying carrying this around with me. And seeing as you're the rookie, how about you carry it around for me? No thanks. I already got my hands full. Huh. I'll remember that. The United States Champion is here on SmackDown Live, fresh off his successful title defense at Money in the Bank. Uh-huh. Scheiß Pisser. Kevin Owens, Sami Zayn, Triple H, Randy Orton. Hunde, ja, alles Hunde. Nein, Spaß. Aber auf jeden Fall finde ich das nicht so cool, was Triple H macht. Habe ich in der Folge ja schon mal zum Ausdruck gebracht. So, wir sind am Ende der heutigen Folge. Lasst mir da, wenn es euch gefallen hat. Schaltet unbedingt bei der nächsten Folge ein. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao.